Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei heute saftiges Gnu und Escation. Was geht ab, meine Freunde? Gnu? Alles klar, super. Danke dafür, ihr beiden. Schön, dass ihr hier seid oder auch nicht. An der Stelle dann Tobi. Ja, Folge spielen wir heute. Wir spielen heute Revi sagt, allerdings heute in einer verkehrt rumen Version. Und zwar, meine Freunde, ist es nicht ganz Revi sagt, sondern vielmehr sowas wie Fischers Fritze. Gab noch einmal dieses Spiel, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Per. Wenn ich sage, springt, dann müsst ihr euch hinknien. Wenn ich sage, ich ziehe euch hin, müsst ihr euch nach oben bewegen, nämlich springen. Und es gibt so ein paar Aufgaben, die ich halt einfach dann quasi von euch erwarte, einfach immer umgekehrt zu erfüllen. Ich muss das Gegenteil von SpongeBob sein, denn ich bin Tadeo! Wir werden aber, glaube ich, erstmal in Tilted landen und Gnu und Tobi schießen heute mit drauf mit Likey und haben dann quasi 4 Schützen, die das Ganze ein bisschen überwachen, weil das ist bei 100 Leuten echt stressig. Bin mal gespannt, wie viele Leute jetzt hier reinkommen. Dann würde ich sagen, gehen wir das Ding doch einfach mal an. Also wenn wir, so 50 Leute sind, da ist das schon relativ nice. Wichtig sind folgende Regeln, Leute. Wir sind 50 Menschen, das ist perfekt. Wir landen alle in Tilted Towers. Ihr nehmt bitte keine Waffen auf und jetzt noch nicht umgekehrt. Kniet euch bitte alle in einer Reihe, ja, in einer Reihe bitte vor den Big Ben. Dankeschön. Wer Scheiße baut, kriegt auf jeden Fall einen Report reingedrückt und Tobi ist übrigens der Erfinder von Fortnite. Ja, danke, dass ihr mein Spiel spielt. Das ist sehr, sehr nice von euch. Mhm. Also, ich hab doch wieder den Skin an, Tobi. Oh, was? Ihr habt echt eine ganz seltsame Beziehung, ihr beiden. Ich liebe diesen Skin. Alles klar. Ein bisschen Munition. Willkommen zur ersten Runde von Baby sagt verkehrt herum. Also, hier sitzen auf jeden Fall schon mal alle. Tobi, ach, du bist das? Jo, es geht. Ich bin hier. Achso, okay, sehr schön. Gut, wir sortieren nämlich jetzt schon mal aus, denn da, der Kollege hat sich nicht mehr hingestellt. Also, denkt dran, alles, was ich sage, verkehrt herum, okay? Denkt dran. Also, ich sage jetzt an dieser Stelle einfach mal, springt mal alle bitte. Okay, kniet euch mal hin. Oh, sehr gut. Gut, da werden die ersten schon aussortiert. Ich würde sagen, kniet euch bitte nochmal hin. Aha. Geht alle mal einen Schritt von mir aus gesehen, jetzt wird es nämlich noch verwirrender, von mir aus gesehen nach rechts. Soll ich jetzt alle erschießen? Gut, ich glaube, also ein paar haben es verstanden. Ich sage, rutscht mal alle bitte ein bisschen enger zusammen. Oh, süß. Okay. Frage ist, was ist hier eng? Ja, gut, kann man jetzt definieren, wie man... Aber jetzt einfach die sich nicht bewegt haben. Ich möchte, dass ihr jetzt aus eurer Perspektive quasi jetzt einen Schritt nach links macht. Kommt mal bitte mit. Dann bleibt mal alle hinter mir stehen. Ja, wir verstehen uns. Okay. Ich hab selber überlegt. Okay, kommt mal bitte alle mit. Oh. Ey, das war der Likey. Oh. Hast du gerade... Revi. Revi, du hast ein Talent dafür, mich zu töten. Bleibt mal alle hinter mir stehen. Ah, das ist unser Komm mit, ganz genau. Okay, kommt mal mit. Oh, Bruder. Es tut mir leid. Okay. Ich möchte, dass ihr bitte einmal alle die Rampe zu mir hochlauft. Gut, warum bewegt sich hier niemand? Einmal die Rampe zu mir hochlaufen, bitte. Jetzt kommt das Ganze in Rollen. Gut, hier sind Menschen, die haben die Rampe nicht genutzt. Zum Beispiel hier beiden. Oh nein! Ey, das bin ich. Ach so, sorry. Kann ich ja nicht wissen, wenn du da oben stehst. Okay. Geht die Rampe bitte alle einmal runter. Okay. Lauft alle mal bitte weiter hinter mir her. Rückt auf der Rampe mal ein bisschen enger zusammen, alle. Das ist schon cool, oder, Tobi? Ja. Ja. Sehr schön. So, ich möchte, dass ihr euch jetzt alle mal auf der Rampe bitte hinkniet. Nice. Einmal springen. Oh. Oh. Oh, der Arme. Okay, ich möchte, dass ihr jetzt alle tanzt. Konzentration. Die alle anschauen. Da ist jemand einfach aufgestanden. Ich möchte, dass ihr jetzt alle von der Rampe mal runterspringt. Ja. Oh, ganz mutig, ja, ganz ja, mutig. Ja, 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 ja. Ganz wir mutig. Verstehen uns. Kommt mal bitte mit mir. Alle No-Skins mal bitte vortreten, die Wand hier abbauen. Ja, alle No-Skins mal bitte vortreten, die Wand abbauen. Gut. Eigentlich müsste jetzt alle No-Skins umbringen. Ja. Also zumindest die No-Skins, die ganz vorne standen, müssen sterben. Hä? Ihr hättet nämlich die Wand
nicht abbauen dürfen, sondern die anderen hätten. Ah, nee, eigentlich hätte ich die anderen umbringen müssen, ne? Ja, du hättest sie mitgebracht. Dobo sterben jetzt einfach aus ohne Grund! Komm zurück! Oh, das ist noch. Oh, nein, danke. Vorsicht, bau das nicht ab, sonst fliegen alle runter und sind tot. Bleibt mal genau alle da stehen, ganz genau, ja, ja. So, so ist Ihr gut. Dürft gerne die Treppe benutzen und zu mir hochkommen. Nutzt bloß nicht die Treppe und kommt runter zu mir. Oh, es ist auch mein Kopf, wirklich ehrlich. Ich möchte jetzt sortieren. Alle No-Skins in von mir aus rechte Feld, alle Skins von mir aus ins linke Feld. Oh, die No-Skins haben gerade ein bisschen Probleme hier an der Stelle. Denn eigentlich müssen die Skins... Ja, die Seiten bleiben schon gleich, Kollege, deshalb... Tut es mir leid. Ja, okay, okay. Du stehst gar nicht im Feld. Ich weiß nicht, was dein Problem war. Du auch nicht. Okay, okay, okay. Wir sind fein. Wir sind fein. Ach, das ist... Danke, ich wollte gerade schon sagen, Tobi, weil den hätte ich jetzt auch noch kaputt geschossen. Tret mal bitte alle Spieler mit Skins einen Schritt vor. Ja. Ja, wir verstehen uns. Bleiben die No-Skins bitte einmal genau hier an der Linie stehen. Es ist schwierig, wie formuliere ich es am besten, ne, dass ich sie bewege. Okay, ich weiß nicht, warum du jetzt rennst. Er ist, glaube ich, komplett verwirrt. Er ist komplett verwirrt. Die No-Skins bitte einmal stehen bleiben. Hä? Tobi, okay. Eigentlich möchte ich, dass ihr nach vorne kommt. Versteht ihr mich? Ja, ja. Also eigentlich ist es sehr, sehr offensichtlich jetzt gewesen, oder Tobi? Nö. Ja. Also, die No-Skins bitte einmal stehen bleiben. Muss ja die No-Skins bitte einmal hier an dieser Linie stehen bleiben. Muss ich euch umbringen? Ihr müsst eigentlich vorne auf die Linie. Tretet mal vor, bitte. Die No-Skins jetzt bitte einmal versuchen, den Basketballkorb zu treffen. Ja, du drehst dich schon richtig rum. Tu es, okay. Im gelben. Jetzt will ich sie umbringen. Nein, du hattest die richtige Intention. Also, ich weiß ja nicht. Okay, gut. Die No-Skins bitte einmal stehen bleiben. Wir verstehen. Sagen, nee, das war schon, ja. Eigentlich eindeutig, oder? Ja, jetzt haben es auch viele verstanden. An die Skins, ihr dürft gerne die Rampe benutzen. Warum? Es ist doch nicht so schwer. Hä? Das denn? Gegenteil, dürfen nicht die Rampe benutzen. An das die Skins. An die Skins? Ja, aber sie dürfen nicht die Rampe benutzen. Ja. Ihr dürft nicht die Rampe benutzen. Ja, aber die Skins dürfen benutzen, die No-Skins. Ja, nicht. Ah, so, oh ja. Gott. Oh, ich hätte verloren. Da aber muss ich jetzt gehen, deswegen. Oh, es bleibt direkt stehen. Oh. Okay, es ist auch sehr, sehr verwirrend für mich tatsächlich. Aber es war assi, ne? Der war verwirrend, ja. Da hast du mich selber auch gehabt. Ich hab auch selber Kopfschmerzen bekommen. Stop. Alle Nausgänger bitte weiterlaufen. Ihr seid gut. Alle Nausgänger bitte stehen bleiben. Oh, Junge. Also ich glaube, das wäre mit 100 Leuten echt stressig gewesen. Springt bitte alle einmal. Fortan gilt tatsächlich folgende Regel. Derjenige, der es zuletzt macht, der wird sterben. Bitte einmal alle hinhocken. Ich muss aussieben, es geht nicht anders. Okay, bleibt gerne mal stehen. Ihr dürft doch gerne hier mit mir hinterherkommen. Oh nein, da ist eins gesprungen. Alle gucken zu. Arthur, es tut mir leid. Alle Nausgänger, bitte einmal stehen bleiben. Und ich möchte, dass ihr jetzt alle vor mir bitte stehen bleibt. Stellt euch alle ruhig vor mich. Vor mich ist hinter mich. Umgekehrt. Das ist Glück Gnome, gehabt. Oder? Nein. Das bin ich. Okay. Oh, ja, ich möchte, dass ihr euch alle einmal hinhockt. Macht alle einen Schritt von eurer Richtung aus nach rechts. Okay. Das sind die letzten 5 Kandidaten tatsächlich. Geht das auf? Ja, das geht auf. Es sind 6 Stück, ja, aber passt. Einmal bitte stehen bleiben und kommt mal hier in das Haus mit rein. Du mit dem Mantel, komm mal mit in das Haus rein. Na los. Du komm mal nicht mit in das Haus rein. Und auch du komm mal nicht mit in das Haus rein. Und du komm bitte mit. Nein. Okay, jetzt wird's hart. Die Leute, die im Haus stehen, dürfen einmal sich hinhocken. Alle bitte einmal stehen bleiben. Oh, dass wir nicht mitmachen mussten, Tobi. Ja, ich hätte anfangs schon verloren. Also schon echt ein Brainfuck, oder? Ja, ihr dürft voll gerne dieses Ding auch nutzen. Boah, ich dachte, der eine läuft drauf. Ich dachte auch. Einmal bitte hinhocken. Einmal bitte mitkommen.
Okay. Mach bitte einmal dein Lieblings-Emote. Revi sagt, spring einmal. Revi sagt, knie dich hin. Revi sagt, mach dein Lieblings-Emote. Mach noch nicht so Druck, ey. Revi sagt, schüttel den Kopf. Revi sagt, lass dein Skin Nein sagen. Ja, ja. Okay, einmal bitte stehen bleiben. Alle so still hier. Macht jetzt kein Duell um den Tod mit eurem Pickaxe. Das kann nur einen geben. Denkt dran, es kann nur einen geben. Und das ist jetzt tatsächlich nicht verneint. Ja, du bist ja gemein. Okay. Oh. Oh. Gut. Einer hat überlebt. Nee, zwei. Du hast verloren. Nee, da unten ist einer. Du hast ist noch einer. Unten ist noch jemand. Bitte einmal stehen bleiben, ganz schnell. Du hast gewonnen. Also fest. Also. Ja, also. Oh, mein Kopf. Oh nein. Nein. Oh nein, ich bin aus. Ich sterbe. Oh nein. Du bist in die Zone gerutscht, du Idiot. Oh nein. Oh. Bist du dumm, Alter, wirklich. Nehmt euch mal keine Waffe eurer Wahl. Einmal bitte stehen bleiben und dann mit in den LKW kommen. Einmal bitte stehen bleiben. Okay. Bitte geht mal richtig nah aneinander, ihr beiden. Und einmal bitte mitkommen. Ja, gut. Okay. Oh, du hast beide. Oh. Nein, du hast verloren. Glückwunsch. Du darfst dir jetzt, unironisch, darfst dir jetzt eine Shotgun nehmen und mich umbringen. Du bist tatsächlich jetzt der, also der Gewinner. Oh, mein Kopf, Alter. Ich glaube, ich muss selber noch ein bisschen üben. Wir bauen jetzt hier vorne einen kleinen Altar. Da möchte ich, dass du zuerst Gnu umbringst und dann mich. Also, du kannst auch Gnu verschonen, wenn du möchtest und mich nur umbringen. Nimm dir ruhig das Dynamit, mein Kleines. Das ist in Ordnung. Hier, nimm dir die Shotgun. Du darfst, du hast gewonnen. Will nicht sterben. Mann, wieso bin ich zuerst? Ah, bring mich um! Ja, Wolfix, Digga! Ah. Nice one! Well played! Wolfie. Das, was von der ersten Runde von Revi sagt, aber andersrum. Also, macht's gut, haut rein, ciao, ciao!